Hallo zusammen! Nach dem Kino ist für euch wie immer vor dem Kino. Heute verrate ich den Titel vom Film erstmal gegen Ende des Videos. Wer jetzt schon ein bisschen überlegt, ich habe die Musik jetzt mal ganz bewusst ausgewählt. Ich finde die extrem geil, die Musik. Und die könnten uns ein bisschen mehr Musik rausbringen. Die haben auch im Vorfeld, hat sich in Facebook gesehen, auch Werbung für den Film gemacht. So viel mal zu dem Namen der Band oder wie auch immer oder was auch immer, gell? Also, was war hier Sache? Da war halt einer, der stand immer im Schatten seines Vaters. Und weil der Vater war ein ganz großer damals. Und wie ihr schon wisst, spielt der Balboa, also der Rocky, in dem Film auch mit. Wenn ihr jetzt ein bisschen weiter überlegt, wer war dann damals mal so ein ganz großer neben dem Balboa? Als Tipp nehme ich den ersten und zweiten Rocky-Film. Und was war jetzt hier so die Sache, der Unterschied? Klar, jeder war irgendwo No-Name, damals der Rocky. Heute der, wie er halt heißt, wo ich den Namen nicht nennen will, aber der wollte halt irgendwie aus dem Schatten seines Vaters treten. Und da hat keiner wirklich so dran geglaubt. Und der hat einen guten Job gehabt und kriegt gesagt, hier, du wirst befördert. Jetzt guck mal, du bist unser Mann, dich wollen wir haben. Und im selben Moment legt er die Kündigung auf den Tisch und sagt, ja, ich bin dann mal weg. Ja, fragt ihn sein Chef, wieso, weshalb, warum? Ah, denkt er sich, gib diesen Scheißdreck an. Ja, mal jedenfalls fing er dann an mit seinem Boxsport. Aber hat er bisher immer nur so im Untergrund gemacht, so für sich zu Hause und so taschenfußballmäßig und ja, hat ihn nicht so wirklich herausgefordert, die ganze Sache. Und dann kam mal der Punkt, jetzt muss ich mal irgendwie was machen, dass mich die Sache etwas herausfordert. Er hatte sich ein Ziel gesetzt und dann wollte er jetzt versuchen zu verwirklichen. Wie ich natürlich auch immer versuche, das aufs wirkliche Leben zu interpretieren. Genauso ist das hier in dem Film auch. Und auch in den ganzen anderen Rocky-Filmen, die hier vorkamen. Wenn man wirklich was aus seinem Leben machen will, dann ist man sich selbst der Nächste. Das heißt nicht, dass man über Leichen gehen muss. In manchen Situationen muss man das auch gewiss machen. Ohne Rücksicht auf Verluste, auf das, was kommt. Im Endeffekt ist sich jeder selbst der Nächste. Man muss immer das Beste aus der Situation machen. Man muss kämpfen, 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 nochmal kämpfen. Nicht ohne Grund sind die ganzen Leute, die Prominenten, die Fußballer, überall, die in ihrem Beruf prominent bekannt sind, sind es nur aus dem Grund, weil sie ihr komplettes Leben geopfert haben, der Sache, die sie machen. Ich glaube, ich denke auch mal, wenn ich jetzt einen Lebenstraum hätte, wo ich so von überzeugt wäre, dass ich irgendwann mal zum Mond fliege, Gott, in meinem Fall klappt das innen, wenn ich zu alt wäre. Wenn du alles dafür gibst, für deinen Traum, und alles dafür einbringst, dann wirst du das schaffen. Dann schaffst du alles, egal was es ist. Genauso war das hier auch. Da kam irgendwann der Boxkampf und der war schon etwas überraschend. Man hat mich nicht so, und so die ganzen Rocky-Filme, genauso wie der eine Film mit Hugh Jackman, wo er da mit irgendwelchen Robotern rumgekämpft hat. Das war halt, was mir so gut gefällt an dem Film ist, die Stimmung baut sich auf und man wird so richtig aufgepusht. Das war hier auch in dem Film. Wie bei James Bond zum Beispiel. Da gab es viele kleine Showdowns. Aber diese richtige Stimmungsaufbau, wie man das so von so Rocky-mäßig so Filmen vermisst hat, Rocky-Film kennt, meine ich, habe ich das hier so ein bisschen vermisst. Nichtsdestotrotz war das ein geiler Film, wo ordentlich Schläge ausgeteilt wurde und so weiter. So, wie ihr jetzt vielleicht auch denken könnt, der Film heißt Creed. Genauso wie diese Band hier. Absolut geile Band. Ein nicht absolut geiler Film, aber ein guter Film, wo man sich ein bisschen mal die 2 Stunden lang gut berieseln lassen konnte und ja, hat mir Spaß gemacht. In diesem Sinne würde ich mal sagen, tschö mit dir.